1931 begann das große japanische Abenteuer, der Griff nach der Weltherrschaft, mit dem Überfall auf Shanghai und die Mandschurei. 14 Jahre lang litt das chinesische Volk unter der Grausamkeit der japanischen Eroberer. Die erste Runde wurde gewonnen. Japan eroberte die Mandschurei. ...1937 stand Shanghai wieder in Flammen. Die Bombenflugzeuge von damals muten heute primitiv an, aber sie hinterließen Zerstörung, Tod und Not unter der schutzlosen Zivilbevölkerung. Flüchtlinge strömten in die internationale Konzession von Shanghai. In solchen Mengen, dass die Tore geschlossen werden mussten. Jetzt begann Chinas schwerste Zeit. Im Dezember 1941 erfolgte ohne vorangegangene Kriegserklärung der Angriff auf Pearl Harbor, der schwärzeste Tag für die amerikanische Flotte im Stillen Ozean. Viele Einheiten wurden an diesem Tage versenkt, beschädigt und kampfunfähig gemacht. Jetzt war Japan die führende Flottenmacht im Pazifik. Innerhalb von 100 Tagen überrannten die Japaner den südlichen Pazifik, bedrohten Australien, zielten auf Indien. Auch Hongkong fiel dem Ansturm zum Opfer. Immer mehr friedliebende Menschen kamen unter die japanische Tyrannenherrschaft. Und dann Singapur. Der Fall dieses europäischen Bollwerks im fernen Osten war der Höhepunkt des japanischen Siegeszuges. Ein Teil der Frauen und Kinder konnte noch weggeschafft werden. Für alle anderen begann eine Zeit des Grauens. Der Vormarsch der Japaner schien unaufhaltsam. Ihre militärischen Führer feierten schon den Sieg. Die Japaner standen vor den Toren Indiens. In den Dschungeln von Burma kam endlich der Wendepunkt. Die Männer der 14. Armee, befehligt von Lord Louis Mountbatten, erwiesen sich als bessere Dschungelkämpfer als die Japaner und drängten ihre Gegner Stück um Stück zurück. Der alliierte Siegeszug begann. Admiral Nimitz führte die alliierten Flotten im Pazifik von Triumph zu Triumph. Die Schmach von Pearl Harbor wurde gerecht. Eine Insel nach der anderen wurde zurückerobert. Meilensteine auf dem Weg nach den Philippinen, nach Iwo Jima, nach Okinawa, nach dem japanischen Mutterland. Die Philippinen werden zurückerobert. General MacArthur hat sein Versprechen eingelöst. Es ist ein stolzer Tag für ihn, als er wieder Fuß auf das befreite Gebiet setzt. Die alliierten Flotten beherrschen den Pazifik. Nach dem Kriegsende in Europa vereinigen sich starke britische Einheiten unter Admiral Fraser mit der amerikanischen Flotte zur Beschießung des japanischen Stammlandes. Die Japaner setzen in letzter verzweifelter Abwehr ihre Selbstmordflieger ein. Todgeweihte Piloten, die sich mit ihrer Bombenlast auf alliierte Schiffe zu stürzen versuchen. Aber nicht einer von 100 kommt durch. In Schwärmen fallen sie der alliierten Abwehr zum Opfer. Dies ist die Endphase. Die neuen amerikanischen Superfestungen greifen von Stützpunkten in den Marianen ganz Japan an, vernichten seine Industrien,
und zerstören seine Nachschubverbindungen. Die japanische Kriegsmaschine wird ebenso zertrümmert wie früher die deutsche. In Potsdam, wo Deutschlands Zukunft geregelt wurde, wurde auch das Ende seines japanischen Verbündeten besiegelt.